Tradition, Brauchtum und Leben im Einklang mit der Natur. Das ist in den Alpen Grundlage des Alltags. Seit Urzeiten ist für die Menschen der Alpen Holz das wichtigste Baumaterial, um sich vor den oftmals rasch wechselnden Witterungsbedingungen zuverlässig zu schützen. Doch sind es nicht nur die meist heftigen Sommergewitter. Es sind vor allem die harten, kalten und schneereichen Winter, vor denen man Schutz sucht. Und gleichzeitig ist es wiederum genau diese Art des Winters, die dazu beiträgt, dass die Bäume in den Bergen langsam, aber dafür beständig wachsen. 100 bis 250 Jahre Wachstum sind dabei keine Seltenheit. Um diese besondere Qualität des Holzes weiß man seit Generationen Bescheid und nimmt für den Bau und die Ausstattung von Holzhäusern besondere Rücksicht darauf, dass die dafür verwendeten Bäume hauptsächlich während der Wintermonate gefällt werden. So wird die in den Bäumen vorhandene Energie am besten erhalten. Holz ist ein vitaler Rohstoff und schon aus diesem Grunde verdient er eine schonende und pflegliche Behandlung. Einfach aus Respekt vor der Natur. Dieser Respekt ist auch gleichzeitig die grundlegende Firmenphilosophie von Holzbau Meier. Schließlich ist das Unternehmen mitten in der heilen Natur beheimatet. Im Herzen der Alpen, im Nationalparkgebiet Hohe Tauern im Salzburger Land in Österreich. Seit 40 Jahren wird erfolgreich professionelle Zimmermannsarbeit geleistet. Und seit Anfang an steht Qualität in allen Unternehmensbereichen an oberster Stelle. Neben den hochqualifizierten Handwerksarbeiten in Zimmerei, Tischlerei und Stiegenbau wird der optimalen Planung von unterschiedlichsten Bauprojekten sehr großer Stellenwert beigemessen. Ein engagiertes Team aus Planern und Bauleitern rund um den Firmengründer Herbert Meier kümmert sich intensiv um die erfolgreiche Abwicklung der Projekte. Seien es nun Bauten im kommunalen Bereich, der Hotellerie oder der Tourismusindustrie oder Aufträge von privaten Bauherren. Stets ist effiziente und handwerklich kompetente Meisterarbeit gewährleistet. Dem bewussten Wohnen in gesunder Atmosphäre wird man durch Holz am ehesten gerecht. Ob das Haus nun in Blockbauweise, Massivholzmauer oder der praktischen Riegelbauweise ausgeführt wird, ist selbstverständlich dem Wunsch des Bauherrn überlassen. Hervorragend gedämmt, isoliert und natürlich absolut standfest sind alle diese drei Wandtypen. Durch die vielfältigen Möglichkeiten, die das Bauen mit einem maßgeschneiderten Holzhaus bietet, entstehen auch die unterschiedlichsten Variationen. Eine sehr individuelle Art ist dabei der Bau und die Ausstattung mit Altholz. Hierbei wird ein Haus in gewünschter Grundbauweise errichtet und in weiterer Folge mit Altholz, also mit Balken und Brettern von ehemaligen alten Bauernhäusern aus den Alpen, verkleidet. Nicht selten sind diese Materialien schon vor 300 oder 400 Jahren erstmals zum Hausbau verwendet worden. Durch die einzigartige Verarbeitungsqualität aus der damaligen Zeit ist diese Art von Holz besonders wertvoll. Während das alte, sonnenverbrannte Holz das Haus gegen die Elemente schützt, erhalten auch die Innenräume ein ganz besonderes Ambiente durch diese Art der Ausstattung. Und es ist vor allem die Mischung aus uraltem Baumaterial mit den modernen Einrichtungsgegenständen, die eine außergewöhnliche Atmosphäre in einem solchen Haus vermittelt. Die Möglichkeiten, die Bauern mit Holz bzw. mit Altholz bieten, sind praktisch unbegrenzt.